Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Destiny 2 Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video gibt es mal wieder den lieben Xur, der dieses Wochenende auf der ETZ steht, hier bei der gewundenen Bucht, wo er immer steht, wenn er auf der Erde unterwegs ist. Ich zeige kurz den Weg, wo man durch muss, um zu ihm zu gelangen, dann zeige ich natürlich, was er dabei hat und gebe dazu noch meine Expertise ab, ja, was sich lohnt und was eher nicht, wie eigentlich jedes Weekend. Gut. Hier könnt ihr hoch, da ist eine Höhle. Ihr könnt auch auf der rechten Seite hochkraxeln übrigens, geht beides durch diese Höhle durch, aber ist ein bisschen einfacher. Und hier oben haben wir dann scheinbar zwei Feinde, drei Feinde und den lieben Xur, der hier oben steht und dabei hat er Folgendes. Ich bringe die Geschenke der Neuen. Wie immer ein exotisches Engramm, das machen wir dann am Ende auf. Dann die Cerberus plus 1, ist ein sehr spezielles Automatikgewehr, das ein bisschen mehr in Richtung Schrotflinte geht, sage ich mal. Denn die Exo-Fähigkeit ist, dass aus allen vier Rohren gleichzeitig geschossen wird. Ja, sie ist, ich sag's mal so, sie ist witzig, für PvP kann man sie mal brauchen, aber man wird merken, okay, es ist halt eine Nahkampfwaffe und dafür brauchen dann die meisten eh eine Schrotflinte, PvP-technisch. Ich sag's mal so, sie ist witzig, aber nicht wahnsinnig nützlich, sage ich mal. Und eben PvE. Gut, man kann sie spielen, sie macht Spaß. Also es ist eine Fun-Waffe, ich würde es mal so sagen. Man kann sie spielen, aber es ist halt so, dass die Waffe einen Exoslot wegnimmt und andere Automatikgewehre da durchaus in Anführungszeichen mithalten können. Ich sag's mal so, es ist eine Fun-Waffe. Wenn ihr sagt, okay, ich habe eh genug Ressourcen, um mir das Ding zu holen, holt sie euch, probiert sie aus. Ihr werdet sicher Spaß haben damit, weil sie sich sehr speziell spielt. Aber sie wird nicht großflächig aktiv genutzt. Gut, dann für die Jäger haben wir hier den Brustschutz mit einem sehr tiefen Wert. 61 ist ja jetzt nicht unbedingt der Hit. Die Verteilung sehr wenig Stärke. Geht also so. So, Exo-Fähigkeit, schnelle Angriffe in Folge mit dem Arkusstab erhöhen die Schadenswirkung und Dauer. Das Ding ist relativ interessant für PvE. Im PvP sehe ich es gar nicht, dass ja, mit dem Arkusstab mehr Schaden zu machen auf eine Person. Man tötet die Leute so oder so mit dem Schlag. Von daher PvP würde ich das mal streichen, aber für PvE ist es ganz cool, weil man so auf Bossgegner wesentlich mehr Schaden macht. Das heißt, je länger man auf einen Feind einprügelt, desto höher stackt auch der Schadenswert, der wird dann hochsummiert. Dementsprechend viel mehr Schaden macht man. Das war früher extrem stark. Da konnte man sehr, sehr viele Bossgegner extrem viel Schaden zufügen. Das wurde ein bisschen runterkorrigiert. Nichtsdestotrotz ist das Ding immer noch gut. Man kann damit gegen Bossgegner recht viel Schaden machen mit dem Arkusstab, mit dem Jäger. Gut, dann haben wir Wappen von Alpha Lupi für die Titans. Ein 64er Wert ist okay. Ist relativ viel Disziplin, etwas, was ich priorisiere. Ich werfe einfach gerne Granaten. Deswegen habe ich die auch gerne immer wieder ready. Nun, 64 ist akzeptabel, ist okay. Gut, die Fähigkeit ist, erzeugt eine zusätzliche Sphäre der Macht durch Super und einen Heilungsimpuls, wenn man die Barrikade aktiviert. Im PvP ist es so, dass die Barrikade, die man aktiviert mit dem Heilungsimpuls, tatsächlich ganz nützlich ist. Man wird getroffen, man ist geschwächt, man stellt eine Barrikade, zack, Lebenspunkte sind wieder da und man kann weiterkämpfen. Ist ganz cool. Die andere Fähigkeit hält sich so in Grenzen. Ich sag's mal so, im PvP man kann sie spielen, aber es gibt andere Exos, die hier einfach wesentlich stärker sind, die mehr Vorteile bergen und die da stärker dominieren. Für PvE hingegen finde ich es ganz cool. Das mit der Heilung ist eh immer gut, das schadet nicht. Und wenn ihr natürlich im Team spielt, im PvE produziert ihr mehr Sphären für eure Teamkameraden. Bedeutet im Großen und Ganzen, ihr spielt zum Beispiel Titan Bubble, ihr stellt eine Bubble, produziert eine Sphäre mehr, ihr tötet Feinde mit eurer Super, ihr produziert mehr Sphären für eure Teamkameraden. Also ihr merkt schon, es ist eine unterstützende Exo für die Teammates. Ich persönlich finde sie nicht schlecht, ich habe sie eigentlich gerne mal an im PvE, wenn ich da irgendwie Strikes laufe, um die Teammates ein bisschen zu supporten. Gut, dann Nesarex Sünde mit einem 68er Wert, das ist verdammt hoch, finde ich auch sehr gut. Hier Erholung haben wir 23, das ist Wahnsinn, ist gerade für PvP relativ stark, also viele Erholungen im PvP ist sehr wichtig, damit man schnell wieder ready ist, wenn man angeschossen wurde. 68 ist sehr hoch, das ist gut, das ist cool, also für Xur-Verhältnisse ist es zumindest sehr hoch. Gut, die Exo-Fähigkeit ist leere Schadenkills erhöhen die Nachladerate von Fähigkeitsenergie. So. Jetzt kann man hier eine wunderschöne Symbiose erschaffen mit dieser Exo, das heißt ihr nehmt Waffen rein, die leere Schaden verursachen, um dann eure Fähigkeiten schneller aufzuladen und ihr könnt dann natürlich auch mit leere Granaten oder Nahkampf oder super
die Fähigkeiten wieder beschleunigen. Das heißt, ihr könnt, geht auch im PvP by the way, ich würde es aber eher für PvE priorisieren. Ihr könnt da eine leere Automatikgewehr mitnehmen, ballert auf die Feinde, tötet sie und wenn ihr sie tötet, kriegt ihr mehr Super, also Fähigkeitsenergie, Entschuldigung, und habt die Granaten zum Beispiel schneller wieder ready oder den Nahkampf und ihr merkt schon, ihr könnt das komplett darauf ausrichten, mit Granaten und Nahkampf zu arbeiten. Da gibt es tolle Symbiosen. Mit einem 68er Wert sind wir hier sogar sehr hoch. Lohnt sich dahingehend. So. Kann man holen, ist kein Must-Have, gibt aber coole Kombinationen. Ich lasse es mal so stehen. Ja, dieses Weekend hat er nichts dabei, wo ich sage, das müsst ihr euch unbedingt holen. Alles ist so, ja, man kann es nützlich benutzen, man kann es gut spielen, es ist nicht schlecht. Wenn, dann würde ich hier den Raiden Jäger, die Jäger-Exo empfehlen. Die ist relativ stark für PvE. Aber so eine Must-Have ist irgendwie nicht so wirklich dabei. Gut. Machen wir das Ding noch auf hier, das exotische Engramm, und dann war es das auch schon für den Zur von diesem Weekend. Da bedankt er sich gerade. 65er Wert, ja, ist okay, weil die Exo ist nicht so meins, spiele ich zu viel. Gut, das war es auch schon von dem Xur-Video für dieses Wochenende. Ich hoffe, es hat gefallen. Ihr wisst ja, wie es funktioniert. Lasst ein Like da, wenn ihr mich und das Video unterstützen möchtet. Lasst einen Kommentar da. Schreibt gerne in die Comments, was ihr euch Schönes geholt habt. Was für eine Exo ihr aus dem Engramm gekriegt habt. Welche ihr euch gekauft habt. Ihr wisst, wie es funktioniert. Füttert den Algorithmus mit ein bisschen Likes und Kommentaren. Und das hilft dem Channel sehr. Gut, das war's auch schon. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Livestream auf Twitch oder im nächsten Video auf YouTube. Bis dann.